Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Bereits einen Monat im Voraus war der Fisherman's Friend Strongman Run auf dem Nürburgring komplett ausgebucht. 11.238 Teilnehmer gingen bei der Mutter aller Hindernisläufe an den Start. 18 Hindernisse mussten die Läufer überwinden. Strohballen, Reifen, Kletternetze, Schlammgruben oder eiskalte Wasserbecken. Dieser Lauf war nichts für Warmduscher. Zweimal ging es für die Teilnehmer durch den 11,5 Kilometer langen Parcours, bevor dann Robin Dechant nach einer Stunde 36 und 57 Sekunden als erster ins Ziel einlief. Gefolgt vom Sieger der letzten zwei Jahre, Tom Schlegel, mit einer Zeit von einer Stunde 39 Minuten und 6. Dritter im Bunde wurde Charles Franke mit 2 Sekunden Unterschied. Super gut, mein erster Wettkampf seit 10 Monaten. Letztes Jahr war ich auch hier, 3. Platz, 8 Sekunden Rückstand. Diesmal wollte ich alles geben und hab's geschafft, bin super happy. Knapp 8000 Läufer beendeten den Strongman Run im Zeitlimit von 4 Stunden. Egal welche Platzierung, beim Einlauf ins Ziel fühlte sich hier jeder als Sieger, nachdem er den weltgrößten Hindernislauf bewältigt hatte. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse.